Herzlich willkommen zu unserer Vortragsserie China heute, gemeinsame Veranstaltung vom Konfuzius-Institut der Universität Trier und der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Trier. Ich freue mich heute ganz besonders, Karl-Heinz Pohl vorzustellen als Vortragenden. Er hat in Hamburg, Bonn und Toronto studiert, und zwar Sinologie, Japanologie und Kunstgeschichte. 1982 promovierte er dann ebenfalls in Toronto in East Asian Studies. Also ich würde sagen, schon da eine recht internationale Ausbildung, was vielleicht in der deutschen Sinologie auch nicht ganz so gewöhnlich ist. Das fand ich schon mal ganz spannend. Danach ging er aber wieder zurück nach Deutschland, war zuerst in Würzburg, ab 1987 dann Professor in Tübingen. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass er diese klassische Universitätsstadt verlassen hat und stattdessen in die nicht ganz so traditionsreiche Universitätsstadt Trier gewechselt ist, nämlich 1992. Und seitdem war er hier Professor in der Sinologie und forschte unter anderem zu Ästhetik und Kunst in China. Seit 2010 ist Professor Pohl jetzt emeritiert, allerdings immer noch sehr aktiv. Heutzutage rückt ja wieder die Politik ein bisschen in die Auseinandersetzung mit China, was immer mal wieder zu Konflikten führt. Und da muss ich sagen, als jemand, der eigentlich oft anderer Meinung ist als Professor Pohl, bewundere ich aber seine vorbildliche Fähigkeit, andere Meinungen zu akzeptieren und auch, dass er dabei nie das Verbindende vergisst, das gemeinsame Interesse an China. Ich freue mich daher sehr auf seinen Vortrag zu China-Bildern und bin mir sicher, dass wir danach eine angeregte und lebhafte Diskussion erleben werden. Bitte schön. Gut, vielen Dank, Herr Rieger. Bin ich zu hören? Ausgezeichnet. Alles klar, ja. Ja, das war eine sehr nette Einführung. Ich freue mich. Ja, manche haben den Vortrag schon mal gehört. Ich habe ihn nämlich auch schon mal hier im Rahmen des Seniorenstudiums gehalten. Also insofern bitte ich um Nachsicht. Ich habe aber auch da inzwischen einiges dran geändert. Insofern ist vielleicht doch wieder auch was für die dabei. Ich berichte über das China-Bild und zwar vor allem über das Schwanken des China-Bildes von der frühesten Zeit bis heute. Wir werden sehen, dass wir zwei China-Bilder bekommen. Eine, dass China als ideale Welt gezeichnet wird, wo alles besser ist, also das Land der Wunder im Titel, und auch umgekehrt eine schreckliche Welt, das Land der Monster. Diese Ambivalenz des China-Bildes, das bleibt die Konstante, so könnte man sagen. Wir wandern von Sinophilie zu Sinophobie hin und her. Und zum Schluss werden auch noch andere Konstanten im Wandel deutlich, nämlich einmal China als Gegenwelt Europas und China als Inbegriff des Unverständlichen. Und so sieht dann halt auch mein Inhalt aus. Sie sehen hier positiv, negativ, so wechselt sich ab ungefähr quer durch die Geschichte. Und ich werde zum Schluss dann noch ein bisschen was sagen zu den Merkmalen des heutigen China-Bilds und werde versuchen, Tendenzen und Erkenntnisse da nun zusammenzutragen. Wenn ich ein bisschen am Anfang zumindest vergangenheitslastig bin, dann nehmen wir uns Konfuzius' Spruch als Wahlspruch: Die Vergangenheit kennen hilft die Gegenwart zu verstehen. Im Altertum gab es keine direkten Kontakte zwischen China und Europa, aber man wusste voneinander. Die Griechen nannten die Chinesen Sinai und man hat dort wahrscheinlich einen sehr konkreten Hintergrund dafür, nämlich es leitet sich mit aller Wahrscheinlichkeit ab von der ersten Dynastie, die das Land geeinigt hatte im dritten vorchristlichen Jahrhundert, nämlich die Qin-Dynastie. Qin, China, China im Englischen, Sinai, das ist der Hintergrund. Die Römer nannten die Chinesen hingegen
von dem Produkt, das sie von ihnen kannten, nämlich die Seide, nannten die Sera, beziehungsweise Seres Seide. Auf Chinesisch heißt, oder ist das Schriftzeichen für Seide heute, wird S ausgesprochen. Wie es vor 2000 Jahren ausgesprochen wurde, können wir ganz genau nicht sagen, aber wahrscheinlich auch so ähnlich. Und insofern ist das vielleicht auch der Hintergrund für diesen Namen der Chinesen. Nun, wir bekommen eine erste Annäherung von Europa nach China im 13. Jahrhundert. Und zwar sind seinerzeit zwei Mönche, Franziskanermönche genau, aufgebrochen zum Hof der Mongolen. Sie waren gesandt vom Papst, oder der eine vom Papst, der andere vom König. Man wollte damals Bündnispartner gewinnen gegen den aufstrebenden Islam. Allerdings war auch der Mongolensturm lag gerade zurück. Die sind dann in der Mitte des 13. Jahrhunderts zur Hauptstadt der Mongolen gelangt, Karakorum. Es war nun am Rande Chinas und sie sind dort auch auf Chinesen getroffen, haben berichtet, zum Beispiel was Marco Polo dann später auch berichten wird, dass die Chinesen Papiergeld benutzen und dass sie mit dem Pinsel schreiben und merkwürdige Buchstaben in Bilder rein schreiben. Ja? Wir bekommen einen neuen Namen für China, und zwar der Name Katai, der dann auch einen konkreten Hintergrund hat, nämlich der Norden Chinas war damals besetzt von Nomadenvölkern, den sogenannten Kitai oder Kitan, die auf Chinesisch die Liao-Dynastie gründete. Der Name Katai, der besteht ja heute noch fort. Jeder, der mal in Hongkong gewesen ist, der hat die Luftflotte der Cathay Pacific gesehen. Ja? Auf jeden Fall bekommt China auf diese Weise eine bescheidene Wirklichkeitsdimension statt Legende, aber die Wahrnehmung ist arg verzerrt. Nämlich sie ist bestimmt von der religiösen Perspektive der Reisenden. Und ich gehe da mal ein bisschen ins Detail, weil wir hier nämlich ein bleibendes Muster interkultureller Wahrnehmung des Fremden bekommen. Hier, was ist passiert mit Willem von Rupprecht, also der niederländische Franziskanermönch? Es wird berichtet, als er die großen Khans traf, legte er gewöhnlich sein Messgewand an, sein Begleiter schwang ein Weihrauchfass und sie sangen Salve Regina, indem sie in die Jurten eintraten. Für die Damen ließ er ein bebildertes Psalmenbuch als Geschenk zurück. Ja, wunderbar. Aber wir sehen dadurch, wie verzerrt die Einstellung ist, durch nämlich die Einstellung ist bestimmt vom ideologischen Rahmen, von der Religion, heute würden wir eher sagen von der Politik, des Betrachters. Ja? Und so sehen wir, dass wir die eigenkulturellen Auffassungen auf das Fremde übertragen und dass wir das Fremde nach den eigenen Idealen beurteilen. Und ich habe hier noch ein kleines Zitat eingefügt von Voltaire, der ist eigentlich erst später dran, war ja auch ganz stark von China angetan. Und er hat sich genau zu dieser Problematik nämlich geäußert. Und ich denke, es passt nämlich hier sehr schön rein. Deshalb zitiere ich ihn hier. Dass wir die chinesischen Riten so gründlich missverstehen, kommt nur daher, dass wir ihre Praktiken im Licht unserer eigenen beurteilen. Denn in unserer streitsüchtig-rechthaberischen Art messen wir die ganze Welt an unseren Vorurteilen. Ja, das ist also im Grunde ein Muster, das wir in der Vergangenheit haben, das wir aber heute immer noch verfolgen können. Ich komme zu Marco Polo. Marco Polo, Reisen, die fanden ja Ende des 13. Jahrhunderts statt, also 1200. 60 bis 1295 war er in China. Und von ihm bekommen wir den ersten Augenzeugenbericht, aber er ist nicht von ihm selbst geschrieben. Er hat die Geschichte erzählt einem Mitgefangenen, als er selber in Gefangenschaft war, in dem Krieg zwischen Genua und Venedig. Ein gewisser Rustichello von Pisa, das war so ein professioneller Geschichtenerzähler. Das Buch jedenfalls beschreibt die Wunder der Welt, die er gesehen hat, vor allem in China. Und
weil für ihn alles groß und fantastisch in China ist, bekam seine Aufzeichnung auch einen alternativen Titel, nämlich Il Milione. Damit ist halt eben auch gemeint, dass er zur Aufschneidung neigte, der Millionär, nicht weil er so viel Geld mit nach Hause brachte, sondern weil alles ein bisschen überzeichnet ist. Wichtig ist, dass sein Buch noch vor dem Buchdruck erschien. Der Buchdruck haben wir erst Mitte des 15. Jahrhunderts. Insofern gibt es sehr, sehr viele verschiedene Handschriften, sehr viele verschiedene Versionen. Es ist ein Studienzweig für sich, die Marco Polo Versionswissenschaft, so könnte man sie nennen. Und es gab lange Zeit eine wissenschaftliche Kontroverse über seine Reise. Es gab den Vorwurf, er habe die Reise erfunden, sei nie da gewesen, denn bestimmte Dinge beschreibt er nicht, wie zum Beispiel die chinesische Schrift oder auch die Essstäbchen, die große Mauer und so weiter. Aber er sagt ja selber, er habe nur ungefähr die Hälfte von dem erzählt, oder höchstens die Hälfte von dem erzählt, was er selber gesehen hat. Inzwischen sind diese Vorwürfe doch ganz stark entkräftet worden durch die Arbeiten von meinem Kollegen Hans-Ulrich Vogel in Tübingen, der ja auch vor circa 2, 3 Jahren mal hier bei uns einen Vortrag, einen sehr beeindruckenden Vortrag darüber gehalten hat, der gezeigt hat, dass seine Kenntnis des Salzwesens, des Salzhandels, der ganzen wirtschaftlichen Bedingungen in China, die sprechen ganz deutlich dafür, dass er selber dort gewesen ist und nicht das irgendwie gefunden hat. Hier sehen wir, wie eine frühe Ausgabe von Marco Polos Buch Der Wunder der Welt, das ist nun auf Französisch. Man sieht aber hier schon, was wir auch später immer noch sehen werden, dass sich nämlich, dass man sich China so gleichsam nach unseren Mustern vorstellt. Das könnte hier genauso gut König Artus oder was weiß ich wo oder Karl der Große gewesen sein. Sie sehen, man verpflanzt das Ganze so im Geiste in unsere Welt. Hier, das ist die berühmte Marco Polo Brücke in der Nähe von also am Rande von Peking. Und die hat er beschrieben und in höchsten Tönen gelobt, halt eben auch für ihre über 20 Bögen. Tatsächlich hat sie nur circa 10, 12. Ist aber tatsächlich auch eine wunderbare Brücke. Kann jedem nur empfehlen, wenn er in Peking ist, da mal hinzufahren und das zu besuchen. Da gibt es 500 Steinlöwen an beiden Seiten. Und keiner ist dem anderen gleich, alle unterschiedlich. Also es ist schon eine sehr erstaunliche Brücke. Nun, nach Marco Polo gab es dann auch sagenhafte Reiseberichte, allen voran die sogenannten Reisen des Jean de Mandeville, in die Mitte des 14. Jahrhunderts erschienen. Und in den Bebilderungen dazu bekommt China nun doch ein bisschen gespenstige Züge. Schauen Sie mal die Monster, die man dort im Umfeld von China zu sehen glaubte. Also hier zeichnet sich schon die andere Seite Chinas ein bisschen ab. Wir kommen nun vom Zeitalter der Wunder zum Zeitalter der Entdeckung. Und ein interessanter Stichpunkt oder Stichtag oder Jahr ist das Jahr 1494, also 2 Jahre nach Kolumbus Entdeckung in Anführungszeichen der neuen Welt. Da wurde nämlich die Welt durch den Papst Alexander den VI. In zwei Hälften aufgeteilt im Vertrag von Tordesillas. Eine wurde Spanien gegeben, nämlich der Westen, und eine Portugal. Portugal kam in den Osten. Also so einfach war das damals noch. Die Welt einfach zwei Mächten zuzuteilen. Wir erleben dann aber auch gerade in der neuen Welt und dann aber auch in anderen Regionen die Kolonialisierung der Welt durch die Europäer und die mit einer militanten, höchst militanten Missionierung und Christianisierung einhergeht. Jedenfalls, was China angeht, hier haben wir dann eine Entwicklung von Fantasie zu Wirklichkeit, von Fiktion zu Fakten. Die Portugiesen sind dann halt eben, ihnen gehört ja der Osten, dazu gehört ja China, die sind dann ab 1557 in China, lassen sich in Macau nieder, haben mit
China nie einen Vertrag geschlossen, einfach dort hingekommen, gesettelt und wurden geduldet von den Chinesen. Aber wie sich die Portugiesen und auch andere Europäer damals verhielten, das führte dann auch schon sehr früh zu einem Europäerbild der Chinesen, nämlich sie wurden genannt die Teufel, die über den Ozean kommen. Ja. Yanguids. Wir kommen zur Jesuitenmission in China und das ist durchaus ein Lichtblick in der Epoche des Kolonialismus der damaligen Zeit. Die Jesuiten waren zwar Missionare, aber sie waren sehr gebildet, das sind sie ja auch heute immer noch, wie wir wissen, und sie waren halt eben auch immer interessiert an geistigen Fragen. Und sie entdeckten die hohe Moral des Konfuzianismus und berichteten darüber nach Europa. Auf diese Weise hatten die Jesuiten und halt eben auch China einen sehr starken Einfluss auf die Aufklärung. Das wird nachher noch im Einzelnen etwas deutlicher werden. Wichtig ist halt, dass diese Jesuiten ja Allround-Wissenschaftler waren. Das waren die Renaissance-Menschen par excellence. Ja. Die kannten sich in Wissenschaft aus, in Mathematik, aber auch in Technik. Zum Beispiel wussten sie Kanonen zu gießen. Sie kannten sich in Astronomie aus, also konnten Planetenbahnen berechnen, Sonnenfinsternisse berechnen und so weiter. Das muss man sich heute mal vorstellen. Wer hier in der Zuhörerschar würde so etwas heute noch auf die Reihe kriegen? Also es konnten aber die Jesuiten damals. Und wichtig war, dass sie ihre Art des Missionierens an chinesische Verhältnisse anpassten. Und das mit großem Erfolg, was man auch, wo man auch eine gewisse Lehre draus ziehen kann. Man muss sich an chinesische Verhältnisse anpassen, um in China Erfolg zu haben. Jedenfalls war ihre Methode die der Akkommodation. Akkommodation heißt halt eben Anpassung. Sie haben zum Beispiel den Konfuzius-Kult geduldet. Sie haben den Ahnenkult geduldet. Das war vielen anderen Orden wie den Franziskanern oder den Dominikanern, die halt eben auch in China tätig waren, das war ein Dorn im Auge und die haben sehr, sehr heftig dagegen gewettert. Jedenfalls praktizierten sie die Akkommodation anstatt der Portugalisierung, also dass man den Völkern, die man nun missionieren will, so gleichsam das Weltbild über den Kopf stellt. Sie wollten die Chinesen bekehren. Aber man muss auch sagen, sie wurden von den Chinesen bekehrt, nämlich zum Konfuzianismus. Sie wurden glühende Anhänger des Konfuzianismus. Und hier haben sie die drei größten Jesuiten, die in China gewirkt haben, die übrigens in China jeder Mann, jeder Gymnasiast kennt, weil sie halt eben für den frühen Austausch mit Europa stehen. Aber ich fürchte, hierzulande, wenn man da Leute mal fragen würde, nie von gehört, ja? Weil China ja auch nicht so richtig auf unserer Landkarte ist, jedenfalls erst in letzter Zeit. Matteo Ricci, ein Italiener, Adam Schall von Bell, ein Deutscher aus Köln und Ferdinand Verbiest, ein Flamme. Hier ist das Observatorium von Verbiest, das steht immer noch heute als Museum an der südöstlichen Ecke der Stadtmauer, des Restes der Stadtmauer, die halt eben in Peking noch übrig gelassen wurde, kann man das astronomische Observatorium von Verbiest heute noch besuchen. Und auch ihre Grabanlage. Ganz bedeutend Leibniz. Leibniz stand im engen Kontakt mit den Jesuiten über Briefe und war in hohem Maße angetan von China. Da könnte man jetzt noch viel, viel mehr drüber reden, aber wir müssen uns ja ein bisschen kürzer fassen. Insofern nur ganz kurz. Er hat ein Buch geschrieben, das neueste über China auf Latein, wo er auch so Briefe beilegte. Das war also am Ende des 17. Jahrhunderts, wo er zum ersten Mal die Vision hatte einer Gleichberechtigung der Kulturen, hier in diesem Novissima Sinica, das neueste über China, wo er von China spricht als einem Reich, das gleichsam wie ein Europa des Ostens das entgegengesetzte Ende der Erde ziert. Und das schreibt er nun über China.
Jedenfalls scheint mir die Lage unserer hiesigen Verhältnisse angesichts des ins Unermessliche wachsenden moralischen Verfalls so zu sein, dass es beinahe notwendig erscheint, dass man Missionare der Chinesen zu uns schickt, die uns Anwendung und Praxis einer natürlichen Theologie lehren könnten, in gleicher Weise wie wir ihnen Leute senden, die sie die geoffenbarte Theologie lehren sollen. Ich glaube daher, wäre ein weiser Mann zum Schiedsrichter nicht über die Schönheit von Göttinnen, sondern über die Vortrefflichkeit von Völkern gewählt worden, wie damals beim Trojanischen Krieg, würde er den goldenen Apfel den Chinesen geben, wenn wir sie nicht gerade in einer Hinsicht, die freilich außerhalb menschlicher Möglichkeiten nicht übertreten, nämlich durch das göttliche Geschenk der christlichen Religion. Das Letzte ist natürlich für die Menschen der damaligen Zeit einfach unhinterfragbar. Aber hier diese Stelle, die jetzt noch kommt, die habe ich erst vor ein paar Tagen beim erneuten Durchblättern des Buches gefunden und die finde ich doch bemerkenswert, weil sie halt eben im Jahre 1691 niedergeschrieben wurde in einem Brief. Da schreibt doch Leibniz tatsächlich, inzwischen werden die Chinesen unsere Wissenschaften lernen. Sie werden alle die Dinge zu sich hinüberholen, in denen allein wir Europäer überlegen waren. Kann man nur sagen, da hat der Mann eine bemerkenswerte Voraussicht bewiesen. Ja, der Konfuzianismus nahm also über die Jesuiten einen enormen Einfluss auf die europäische Aufklärung. Im Jahre 1687 wurden die konfuzianischen Schriften, Klassiker, meisten jedenfalls davon, ins Lateinische übersetzt, von Philippe Couplet. Dann Voltaire hatte ich am Anfang schon genannt, war eigentlich noch ein bisschen später als Christian Wolff jetzt. Aber Christian Wolff für Deutschland halt eben auch wichtig, ein Schüler Leibniz. Er hielt in Halle, an der Universität Halle, eine Rede 1721 über die praktische Philosophie der Chinesen. Und da hatte er es gewagt, von der Gleichwertigkeit von konfuzianischem und christlichem Denken zu sprechen. Das war für die damalige Zeit revolutionär. Und das hat dann auch dazu geführt, dass er aus Halle ausgewiesen wurde und überhaupt aus Preußen verbannt wurde. Nun, das China-Bild der Aufklärung ist sehr positiv. Man sah in China im Unterschied zu Europa, dass es dort keine Adelsschicht und keinen Klerus gab. Das waren ja die Herrschaftsschichten im alten Europa. Mit denen die Französische Revolution dann sehr gründlich aufgeräumt hat. Stattdessen hatte man eine rationale Ordnung. Die Beamten kamen durch ein Prüfungssystem in ihre Ämter, das allen offen stand. Und dann war es ein Land hoher Moral. Und das war für die damalige Zeit eigentlich auch umstürzlerisch, denn man hat eigentlich geglaubt, hohe Moral sei eigentlich nur mit Christentum möglich. Und da hat man ein Beispiel ohne gehabt. Wie dem auch sei, man sah China als eine erleuchtete Monarchie, ein von aufgeklärten, gelehrten Beamten regiertes Utopia. Und insofern, so, dann machte sich dann halt eben auch eine Mode in Europa breit, die sogenannte Chinoiserie, die Teil des Rokoko wurde, die man in Teehäusern dann sehen konnte, Porzellan, Lackarbeiten, zum Beispiel im Schlosspark von Sanssouci ist ja so ein Teehaus noch zu besichtigen. Hier sieht man so eine Chinoiserie auf einem urdeutschen Instrument, nämlich ein Bierseidel. Und hier haben wir wieder das Gleiche, was ich vorher schon bei Marco Polos Illustrationen sah. Wir sehen halt eben China-Szenen, die irreal sind. Damals wurden sie nach Europa verpflanzt. Hier sind sie gleichsam immer noch chinesisch, aber natürlich nicht real. Das sind irgendwelche imaginierten China-Szenen. Was auch Furore machte in Europa, war die Kunde davon, dass der Kaiser von China einmal im Jahr den Pflug in die Hand reinmacht. Es war für Europa undenkbar, dass ein Fürst, ein König, ein Kaiser den Pflug in die Hand nahm, eine bäuerliche Tätigkeit verrichtete. Und in China war es halt eben so, dass der Kaiser von China immer einmal im Jahr machte, nämlich beim sogenannten Erdopfer. Da hat er dann
symbolisch eine Furche gezogen. Und das Kunde davon führte dann dazu, dass auch einige europäische Fürsten, hier haben wir nämlich König Ludwig den 16. von Frankreich, dass der sich auch am Flug abbilden ließ, damals noch als Thronfolger, als Dauphin, Monseigneur le Dauphin, Laburant heißt es da unten, ja. Es hat ihn, wie wir wissen, auch nicht vor der Guillotine gerettet, die wartete dann rund 25 Jahre danach auf. Nun kommen wir von der Phase der Sinophilie in die Phase der Sinophobie. Oder man könnte auch sagen, von China verstehen zum China bashen. Und zwar Ausgangspunkt ist der Ritenstreit. Nämlich der bildet das Ende des positiven China-Bildes. Der Hintergrund zum Ritenstreit war eigentlich einfach der, dass der Vatikan, angestachelt durch die Franziskaner und Dominikaner, darauf beharrte, dass die Jesuiten ihre Akkommodationsmethode aufgaben und auf orthodoxe Weise die Chinesen missionieren sollten. Das hat sich der, dieses Hineinreden in sein Reich hat sich der Kaiser von China seinerzeit nicht bieten lassen und hat gesagt, wer bitteschön ist denn der Papst, ja? Und hat dann die Jesuiten kurzerhand aus China verbannt. Es durften nur noch ein paar Handvoll bleiben, die dann halt weiterhin den Kalender betreuen konnten, also astronomische Dienste machen konnten und so weiter. Circa 50 Jahre später wurde ja dann auch der Jesuitenorden temporär zumindest aufgelöst. So haben wir nun das Ende des jesuitischen Unternehmens in China. Und das 19. Jahrhundert wird nun geprägt durch das Fehlen der positiven Berichte der Jesuiten. Also sie waren die China-Versteher. Und stattdessen bekommen wir negative Berichte, vor allem von Händlern, Seefahrern, die sogenannten China-Basher, könnte man sie nennen. Und das positive China-Bild wurde nun beschrieben oder charakterisiert als eine jesuitische Fiktion. Und ein frühes Zeugnis dieses China-Bashings ist ein Roman, den die meisten von Ihnen in der Jugendzeit gelesen haben, nämlich Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Aber Sie werden wahrscheinlich diesen Teil nicht gelesen haben, denn wir lesen zumindest in der Jugend immer nur den ersten Teil, wo halt eben Robinson zu der Insel kommt mit Freitag. Ja. Der zweite Teil gilt seiner Rückreise von der Insel zu Hause nach England. Ja. Und da macht er unter anderem auch Station im Lande Katai. Ja. Und da stellt er das durch die Jesuiten geprägte, bewundernde China-Bild der frühen Aufklärung bloß, nämlich als eine Mirage, ja, ein Trugbild. Die Gelehrsamkeit der Chinesen sei reiner Aberglaube, die Religion sei Götzendienst, ihre Sittenlehre bloße Äußerlichkeit, ihre Mandarinen nur erpicht auf ihre eigene Bereicherung. Und er äußert Verwunderung darüber, warum China in Europa so viel Aufsehen erregt hat. Denn, so heißt es dann wörtlich bei ihm, bei den Chinesen handelt es sich nur um einen verächtlichen Haufen von Dummköpfen und schmutzigen Knechten, einer Regierung untertan, die höchstens für die Beherrschung eines solchen Volkes gut genug ist. Ja. Da haben wir schon einen Zusammenhang von Regierung und Volk, die so ein bisschen auch ihre Schatten nach vorne bringen. Hier dann George Anson, ein Kapitän, der damals so ein Freibeuter war, also das war ja die staatliche Piraterie, die dann halt eben Jagd auf Schiffe anderer Nationen machen durfte, hat dann einen Bericht geschrieben, Reise um die Welt, Voyage Around the World, die auch im gleichen Jahr noch ins Deutsche übersetzt wurde, 1749, als er nämlich in Kanton mal Halt machen musste und sein Schiff reparieren musste, wurde er nicht sehr, sehr gastlich aufgenommen. Er wurde halt eben allerdings auch als Pirat betrachtet. Ja. Aber er schreibt Folgendes über die Chinesen. So viel lässt sich zweifellos feststellen, dass, was Gekünsteltheit, Falschheit und Geldgier betrifft, viele Chinesen in keinem Vergleich stehen zu anderen Völkern.
Doch das Zusammentreffen dieser Talente und die Art, wie sie sich in Notsituationen zeigen, sind sogar jenseits jeglicher Vorstellungskraft eines Ausländers. Schon ziemlich heftig, ja. Also, um das mal ein bisschen einzuordnen, wir erleben ja hier eine ziemlich kräftige Veränderung des China-Bildes. Aber in China selbst haben wir in dieser Zeit ja eigentlich keine wesentlichen Veränderungen. Da haben die Manchu-Dynastie und der Qianlong-Kaiser, der ja 60 Jahre regiert, ebenso wie der Kangxi-Kaiser, die Veränderungen, die fanden in Europa selbst statt. Und diese Veränderungen, die führten zu einer anderen Perspektive auf China. Und was sind die Veränderungen, die zum Umschlagen des China-Bilds beitrugen? Das ist vor allem mal die Französische Revolution, dann aber auch die industrielle Revolution und schließlich die kolonialen und imperialistischen Interessen der europäischen Mächte, die Opiumkriege, die beiden Opiumkriege, die England und später auch Frankreich mit China führte, der Boxeraufstand im Jahre 1900, die dann mit einhergehende gelbe Gefahr. Ein negatives Bild erleben wir auch bei den führenden Philosophen der damaligen Zeit, Montesquieu, auf den ja unsere Drei-Gewalten-Verfassung zurückgeht, der sah China nur als ein Land der Despotie, der Kaiser würde nur durch Furcht herrschen. Interessanterweise machte er aber dafür auch das Klima mitverantwortlich. Er war also jemand, der daran glaubte, dass das Klima bestimmend ist für die, ja, für Einstellung der Leute in bestimmten Regionen. Herder benutzte ein Bild, das auch in ganz Europa herumgetragen wurde. China sei eine balsamierte Mumie, die bei der geringsten Luftzufuhr auseinanderfällt. Ganz wichtig, Hegel ist ja die philosophische Autorität des 19. und weitgehend auch des 20. Jahrhunderts gewesen. Für ihn ist China nur ein Land des Stillstandes statt Entwicklung. Land lächerlicher Rückständigkeit statt Fortschritt, auch Despotie statt Republik. Und er sagt zu China, alles, was mit Geist zu tun hat, sei den Chinesen fremd. Ja? Und zur chinesischen Philosophie, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, nur ein vorläufiges, von dem wir nur sprechen, um davon Rechenschaft zu geben, warum wir uns nicht weitläufiger damit beschäftigen und in welchem Verhältnisse es zum Gedanken zur wahrhaften Philosophie. Also an kultureller Arroganz, eurozentristischer kultureller Arroganz lässt sich Hegel eigentlich nicht mehr überbieten. Jedenfalls China ist für ihn nicht Teil der Weltgeschichte. Und all dieweil ich ja von Trier aus spreche, muss ein Wort zu Karl Marx auch gesagt werden. Er begrüßte den Opiumkrieg. Der Opiumkrieg, der wurde ja begonnen, um in China weiterhin im großen Maßstab das in Indien, in der britischen Kolonie gewonnene Opium vertreiben, damit die negative englische Handelsbilanz mit China aufbessern zu können. Ja? Und er begrüßte den, denn dadurch sei die barbarische, hermetische Abschließung vor der zivilisierten Welt durchbrochen worden. China wurde endlich im Sinne Hegels Teil der Weltgeschichte. Und nun kommt ein Satz, der es auch in sich hat. Geschichtsphilosophische Meditationen könnte man darüber schreiben. Es hat den Anschein, als habe die Geschichte dieses ganze Volk erst trunken machen müssen, ehe sie es aus seinem ererbten Stumpfsinn aufrütteln konnte. Ja? Also so wird hier der von den Briten verursachte, die von den Briten verursachte Opiumsucht erklärt. Damals machte ein Spottvers Furore hier von Ludwig Eichrodt: nach Chinesien möchte ich, wo ich nie gewesen, wo die Seelen stille stehen, wo die Menschen wahrhaft wimmeln, Frauen ihren Fuß verstümmeln, dahin, Alter, lass mich ziehen. Also Chinesien. Und hier sehen Sie ein Beispiel für das China-Bashing zur Zeit des Zweiten Opiumkriegs. Hier da unten steht da dieser Cartoon erschien 1860, dem Jahr, in dem der kaiserliche Sommerpalast in Schutt und Asche gelegt wurde. Das ist ja das Ergebnis des Zweiten Opiumkriegs, die Zerstörung des Sommerpalastes. Ironie der Geschichte, er wurde ja mit Hilfe der Jesuiten aufgebaut im europäischen Stil.
Und es muss ein wunderbarer Palast gewesen sein. Also man vergleicht es heute mit der Zerstörung von den Buddha-Statuen von Banyan oder mit Palmyra in Syrien. Ergebnis des ersten Opiumkriegs war ja die Herausgabe von Hongkong. Über die Konsequenzen, die folgen, hatten wir den letzten Vortrag gehabt. Hier ist die gelbe Gefahr nun im Anzug, die gelbe Gefahr und wie die westliche Welt dagegen reagiert. Die gelbe Gefahr sehen Sie hier Form der Buddha-Statue am rechten Ende des Bildes. Und hier ein Engel unter dem Kreuz führt da die europäischen Mächte, die so gleichsam als Amazonen gezeichnet sind, hier der Union Jack auf dem Schild, gegen diese gelbe Gefahr ins Feld. Dieses Bild soll auf eine Skizze von Kaiser Wilhelm zurückgehen. Und der hat nun zur Niederschlagung des Boxeraufstands im Jahre 1900 die berühmt-berüchtigte Hunnenrede gehalten. Da, als er die Soldaten ausschickte, sagt er ihnen in Bremerhaven: Kommt ihr vor den Feind, so wird er geschlagen. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei in eurer Hand. Wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen lässt. So möge der Name Deutschland in China in einer solchen Weise bekannt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen. Ja, 2 Jahre zuvor hat er ja den Anlass der Ermordung von 2 Missionaren, was er soll dazu gesagt haben, ein Geschenk des Himmels, hat er denen genommen, um halt eben auch sich in China Kolonialgebiete zu ergattern. Und damals hat er gesagt, Hunderttausende von deutschen Kaufleuten werden aufjauchzen in dem Bewusstsein, dass endlich das Deutsche Reich festen Fuß in Asien gefunden hat. Hier, so sah das dann aus, die Deutsche Feldpost und aus diesem Jahr aus China. Das spricht für sich, denke ich. Nun bekommen wir aber nach so viel Negativität endlich mal ein bisschen was Positives. Und zwar die Entdeckung des geheimnisvollen Tao der Chinesen. Ja? Man muss ja bedenken, der Erste Weltkrieg ist eine ausgesprochene Zäsur. Die europäischen Mächte haben so gleichsam kollektiv Selbstmord begangen, die europäische Kultur zerstört. Und insofern haben wir Kulturpessimismus allerorten, Untergang des Abendlandes, Spengler und so weiter. Und da entdeckte man nun das Tao der Chinesen. Und im Jahre 1919, also ein Jahr nach Ende des Krieges, rief Klabund die Deutschen dazu auf, vom heiligen Tao der Chinesen zu lernen und zu den Chinesen Europas zu werden. Das ist schon sehr bemerkenswert. Klabund, ein Dichter der damaligen Zeit. Ironie der Geschichte, das muss man aber auch betonen, im gleichen Jahr erschallte in China der Ruf nach totaler Verwestlichung, und zwar in der sogenannten 4. Mai-Bewegung 1919, die ja so gleichsam den Beginn der chinesischen Modernisierung markiert, übrigens auch den Beginn der Kommunistischen Partei, die sich ja in dem gleichen Jahr gründete. Wir haben jedenfalls eine China-Begeisterung bei Dichtern, Philosophen, es ist eine ganze bunte Reihe, Graf von Kaiserling, der eine Reise um die Welt machte, Hermann Hesse, Bert Brecht war sehr angetan von China, C.G. Jung, der in Kontakt stand mit Richard Wilhelm, dem Übersetzer, Martin Buber, der Philosoph, ebenso Martin Heidegger. Dann haben wir eine bemerkenswerte Rezeption der chinesischen Lyrik, nämlich Li Bai oder Li Taibo in Gustav Mahlers Das Lied von der Erde, wo er halt eben diese Gedichte unter anderem von Li Taibo vertont. Ein frühes Beispiel für interkulturelles Verstehen. Darüber habe ich ja selber schon auch mal hier im Seniorenstudium einen Vortrag gehalten. Wir haben dann Sinophilie und Exotismus in einer ganz besonderen Form, nämlich in Form von Opern und Operetten. Puccinis Turandot, die 1926 erschien, die Oper, und Lehars Operette, Franz Lehars Land des Lächelns 1923, wo wir halt eben
so operettenhafte Klischees bekommen im Zusammenhang mit China. Hier Turandot, das handelt ja von einer chinesischen Prinzessin. Der Name ist ja nicht chinesisch, ist ja eher persisch. Aber soll in Peking spielen und die hat dann halt eben allen ihren Freiern ein Rätsel aufgegeben und wenn sie das Rätsel nicht lösen konnten, wurde ihnen der Kopf abgeschlagen. Also ein sehr übles Mädchen. Und bis sie dann ein Held von der Liebe überzeugt, ja. Und weil da China nicht sehr gut wegkommt, hatten die Partei halt eben noch lange den Deckel drauf gehalten, wurde in China nicht aufgeführt, Turandot. Aber in den frühen 2000er Jahren oder war es schon Anfang der oder in den 1990er Jahren wurde dann mit Zhang Yimou, also dem berühmten Regisseur, wurde eine wahnsinnig schöne Aufführung gemacht in der Verbotenen Stadt, mit der Kulisse der Verbotenen Stadt. Kann man übrigens immer noch auf YouTube sehen, wenn Sie es interessiert, schauen Sie es mal an. Dann halt eben auch das Land des Lächelns von Franz Lehár, das halt sogar auch international bekannt wurde mit seinen berühmten Arien. Dein ist mein ganzes Herz und immer nur lächeln. Also als ich noch jung war, hat man diese Arien die ganze Zeit im Radio gehört. Ja, heute hört man sie so gut wie gar nicht mehr. Sie sehen hier eine französische Version mit Pays du Souris. Aber interessant, in dieser berühmten Arie, immer nur lächeln, immer vergnügt, da heißt der Schlusssatz, doch niemals zeigen sein wahres Gesicht. Und hier könnte man sagen, kommt die Heimtücke der Chinesen nur durch die Hintertüre gleichsam hinein. Sie zeigen niemals ihr wahres Gesicht. Sie wissen nicht, was sie im Schilde führen. Und das diese Heimtücke, die begegnen wir dann auch bei einer ganz anderen Geschichte, nämlich bei den Romanen und Filmen über den Dr. Fu Manchu. Ja? Das sind Romane gewesen, die erschienen zum ersten Mal, der erste war 1913 erschienen, insgesamt 13 Stück davon, bis zum Sax Rohmers Tod, dem Autor im Jahre 1959. Und dann halt eben noch Filme über den heimtückischen Dr. Fu Manchu, wie man hier sieht, The Insidious Dr. Fu Manchu, also der heimtückische Fu Manchu. Was will er? Er ist der chinesische Teufel, er will die Weltherrschaft. Er will die Weltherrschaft. Und wird dann allerdings immer kurz davor von einem wackeren Scotland Yard Beamten gestoppt. Aber die Geschichte geht dann immer weiter, wie gesagt, durch 13 Roman hindurch. Also hier haben wir auch eine Mischung von Exotismus, nicht jetzt aber Sinophilie, sondern Sinophobie. Wir bekommen ins China-Bild der Gegenwart. Wir erleben eine Trendwende zum Negativen von Tao Anfang des 20. Jahrhunderts und zu Mao, halt eben durch die Konstellation des Kalten Krieges. China war dann im kommunistischen Lager, Koreakrieg Anfang der 50er Jahre, dann die Mao-Rhetorik, Ostwind siegt über Westwind. Dann ein Bild von China als neuer orientalischer Despotie, ist ja ein Bild, das Hegel und Marx geprägt haben. Nun als Kommunismus, als sogenannte blaue Ameisen, Chinesen mit ihren Blaumännern, als neue gelbe Gefahr. Dann aber in den 68er Jahren wieder ein positives Mao- und China-Bild, nämlich durch die Studentenrevolte. Die Kulturrevolution, die ja 10 Jahre von 66 bis 76 stattfand, die wurde ja hier gar nicht als Katastrophe verstanden. Stattdessen wurde so gleichsam das kulturrevolutionäre China als konkret gewordenes Utopia gefeiert, vor allem durch Unterstützung von wichtigen Philosophen, französischen Philosophen, Michel Foucault, Roland Barthes, Julia Kristeva, die eigentlich Bulgarin ist, aber in Frankreich berühmt geworden ist, die für uns heute immer noch lebt. Ich war mal in Shanghai, als sie auch zum Vortrag dort eingeladen war. Und damals, die hat damals die Kulturrevolution gefeiert. Wenn man sich heute nachliest, was die Leute damals dazu gesagt haben, dann stehen einem die Haare zu Berge. Aber so bekamen wir nun in dieser Phase ein positives China-Bild. Als Nixon dann China besuchte im Jahre 1972,
erleben wir also gleichsam Mao als eine Wiedergeburt der alten Kaiser, als einen erleuchteten Herrscher. Und dann Maos Tod und Sturz der Viererbande, der sogenannten Viererbande 76, hat dann zu großer Ratlosigkeit und Frustration unter Mao-Anhängern geführt, vor allem Studenten. Ich habe ja damals auch studiert. Ich kann mich noch sehr lebhaft daran erinnern, wie Mao begeistert der Rest meiner Kommilitonen gewesen war. Dann haben wir einen Perspektivwechsel wieder in den 80er Jahren, eine Rückentwicklung, dialektisch, wenn man so will, von Mao zu Tao. Ja? Wir bekommen die Jahre der Öffnung Chinas, Reformen von Deng Xiaoping, dann aber auch Interesse an Kung Fu, Tai Chi, traditionelle chinesische Medizin, Qigong, wieder an dem Tao. Ja? Und eine China-Euphorie in Deutschland, die jetzt auch unsere Kaufleute mitnimmt, man das, was Kaiser Wilhelm damals sagte, das Aufjauchzen der Kaufleute war nun deutlich zu vernehmen angesichts 1,3 Milliarden Zahnbürsten, 2,6 Milliarden Achselhöhlen für die Kosmetikindustrie jedenfalls. Und das dauerte aber dann gerade mal ein paar Jahre, dann bekommen wir nämlich die Trendwende 1989. Dann stürzt das China-Bild ab durch die Niederschlagung der Demokratiebewegung. Seitdem steht China am Pranger. Es ist das Land, so kann man wirklich sagen, der Menschenrechtsverletzung. Kein anderes Land wird so kritisiert wie China in dieser Hinsicht. Dazu Bedrohung für den Standort Deutschland. China halt eben mit uns in einen Weltkrieg um Wohlstand, so schrieb jedenfalls Gabor Steingart damals. Und für ihn war das intellektuell eher schlicht. Ihr Aufstieg ist unser Abstieg. Das ist ja auch eine These, die dann halt eben Donald Trump weiterführt. Wir haben parteiübergreifend eine schlechte Presse bis heute. Und hier mal so die Negativschlagzeilen der jüngsten Zeit. China beutet Afrika aus, hat unstillbaren Hunger nach Energien, Rohstoffen, aggressiv im südchinesischen Meer, Anstreben militärischer Hegemonie, unfaire Handelspraktiken, deshalb halt eben noch der Handelsstreit mit USA, Huawei betreibt Spionage, soziale Kreditpunktesystem, das ist die totale Überwachung, Menschenrechte in jeglicher Hinsicht, Umgang mit Hongkong-Protesten, Coronavirus, China-Virus, in Amerika genannt Kung Flu, the Kung Flu. Behandlung der Uiguren, Mike Pompeo sprach ja vom Genozid, ja, hatten wir letzte Woche kurz drüber gesprochen, Mike Pompeo ja nicht nur Außenminister, sondern auch Ex-CIA-Direktor. Für NATO und die EU, China neue Herausforderungen, Systemrivale, die Konfuzius-Institute, für die wir jetzt ja gerade sprechen, Propaganda-Institute der KP und man verlangt deren Schließung. Xi Jinping wird als neuer Mao gezeichnet, das hat ja Herr Schmidt schön behandelt in dem ersten Vortrag. Und halt, er strebt nach der Weltherrschaft. Das hatten wir doch schon mal vorher gehabt. Ja? Und ich zeige Ihnen jetzt ein paar Bilder dazu, auch von den Magazinen, deutschen Magazinen, hier Stern, vor allem Focus und Spiegel allerdings. Hier das erste ist schon 1990, da wird China als hungriger Riese, eine Weltmacht dargestellt. Ob das nun ein Chinese ist, der nun die Weltkugel da sich mit Essstäbchen zum Munde führt oder nicht, das ist eine andere Frage. Er hält jedenfalls die Stäbchen nicht richtig herum, wie ich das sehe. Dann hier, aber 2019 haben wir das gleiche Bild noch einmal, nur ohne den Chinesen. Dann hier 1996, das ist damals der Präsident Jiang Zemin. Wie er nun hier rüber guckt, da ist also wirklich nichts Gutes von zu erwarten, von der neuen Weltmacht. Hier, Sie gucken wahrscheinlich alle auf die falsche Stelle, das ist hier, das meine ich. China-Reportage aus einem mörderischen Land, ja, ging es um die Todesstrafe. Dann hier, das Monster ge wird geboren aus einem Weltenei, als böser Drache. 2005. Hier, das ist der Gabor Steingartsche Weltkrieg um Wohlstand. Hier die Terrakotta-Armee als mit Laptops und Autos und
Rotschina als ein, Rotschina AG heißt es im Inneren, ein Tamitenstaat, die Modernisierung geschehe zum Zwecke des Machterhalts. Olympiajahr 2008, hier ein dämonisches Reich, die Olympischen Ringe mit Stacheldraht, wie Chinas Regime sein Volk unterdrückt und Olympia verrät. Xi Jinping, der neue Weltbeherrscher, ja, man könnte sagen, ein Wiedergänger des Dr. Fu Manchu 2018. Und ein neues Feindbild von Donald Trump, der Bild-Zeitung hier im Jahr 2020, macht die Bild-Zeitung China die Rechnung, was China uns jetzt schon schuldet, dadurch, dass es uns das Coronavirus gebracht hat. Und im gleichen Jahr die gelbe Gefahr, Made in China, ja, in einem dickem Gelb gedruckt. Die gelbe Gefahr im neuen politischen Gewand. Und das da ist nun das Neueste von China, vor ein paar Wochen, der neueste Spiegel oder einer der letzten Spiegel gesehen, das Monster, das lehrt einen wirklich das Fürchten und wir bekommen den Siegeszug des Drachen. Und in der FAZ, die ich ja jeden Tag lese und auch mit den entsprechenden China-Berichten, heißt es, China möchte die Werte- und regelbasierte Weltordnung in eine sinozentrische Weltordnung verändern. Was sind die Tendenzen? Ich komme jetzt also langsam zum Schluss. Einmal Vereinfachung in den Medien, Reduktion auf bestimmte Themen und auch Bestätigung vorhandener Vorurteile. Zitiere hier einen amerikanischen Autor, William Overholt, der schrieb in den 90er Jahren, soweit es der Durchschnittsamerikaner beurteilen konnte, hatte China in dieser Periode kaum mehr zustande gebracht, als ein Volk unterdrückt und einen Angriff auf Taiwan vorbereitet. Oder hier Mary Elber, sie schreibt so, was dieses Verhältnis von Mao und Tao angeht. Wenn Mao und Tao fast die einzigen oft zitierten Begriffe darstellen, bleibt ein Universum von Kunst verschlossen, unsichtbar und ungehört, zusammen mit viel potenziell wertvollem chinesischen theoretischen Einfluss. Interessanterweise hat die Heinrich-Böll-Stiftung, das ist eine Stiftung der Grünen Partei, einen Bericht, eine Studie gemacht, die ist geschrieben worden hier von Carola Richter und Sebastian Gebauer im Jahre 2010 über die China-Berichterstattung in den deutschen Medien. Die kommt zu interessanten Ergebnissen. Schreiben dort, es zeigt sich bei der Analyse aller identifizierten Beiträge zu China in 2008, dass etwas mehr als die Hälfte dieser Beiträge sich lediglich in allegorischer und stereotypisierender Form auf China bezieht. Das bedeutet, dass bestimmte offensichtlich gesellschaftlich inhärente Vorstellungen und Klischees über das Land unreflektiert kolportiert werden. Insgesamt lässt sich hier aber von einer fortlaufenden Verbreitung existierender Stereotypen durch die Medien sprechen, die sich eher an gesellschaftlich verankerten Symbolen und Floskeln orientieren, statt ihre eigentliche Aufgabe des Hinterfragens dieser Bilder wahrnehmen. Es besteht die Gefahr einer Verfestigung dieser zumeist extrem versimplifizierten und verkürzenden Klischees in der deutschen Öffentlichkeit. Das ist doch schon eine bemerkenswerte Erkenntnis und insofern halt eben auch ein bemerkenswertes Ergebnis, weil dies eine Studie ist, der Heinrich-Böll-Stiftung und man weiß ja, dass die Grünen Partei, dass die sind ja nicht gerade für ihre China-Freundlichkeit bekannt. Die Firma Huawei hat auch in 3 Jahren, 2012, 14, 16, Studien gemacht zum Deutschland-Bild und China-Bild, also Wahrnehmung und Realität, zusammen mit Giga-Institut, Uni Duisburg und so weiter. Und hier mal kurz das Ergebnis von 2014. China wird vor allem als Wirtschaftsmacht wahrgenommen, sorgenbereitend für viele Deutsche, die politische Macht, die militärische Stärke Chinas. Der Aufstieg von China wird durchaus als Bedrohung wahrgenommen, aber die chinesischen Investitionen in Deutschland, deren Auswirkungen wird überwiegend positiv bewertet. Für die große Mehrheit der Deutschen sind die deutschen Wirtschaftsbeziehungen zu China ebenso wichtig oder wichtiger noch als die zu den USA. Interessant hier zum Schluss, bekanntesten Chinesen in Deutschland an erster Stelle natürlich Mao mit 54%, aber dicht gefolgt, so könnte man fast sagen, an zweiter Stelle der nächstbekannte Ai Weiwei mit 8%. Und dazu schreibt Mark Simons seinerzeit in der FAZ,
Man könnte nicht ohne Grund behaupten, dass die westliche Öffentlichkeit an den Einzelheiten des Ringen Chinas und seiner Zukunft nicht besonders interessiert ist und an Ai Weiwei vielmehr die Symbolfigur schätzt, die es ihr erlaubt, Komplexität zu reduzieren und dennoch auf der moralisch und politisch jedenfalls richtigen Seite zu stehen. Eine zweite Tendenz, also nach diesem Reduktionismus, ist die Dämonisierung Chinas. Und hier nur ein Zitat dazu von meinem Kollegen Wolfgang Kubin aus den 90er Jahren. Nach dem Untergang der Sowjetunion firmiert die Volksrepublik China gleichsam als das neue Reich des Bösen. Kein Land der Welt hat eine solch schlechte Presse in Deutschland. Das hat er jetzt vor gut 20 Jahren gesagt. Das kann man für heute genauso festschreiben. Hier, das Monster taucht jetzt auch auf als King Kong Monster im Zusammenhang mit Hongkong. Da sehen Sie Hongkong, King Kong, Hongkong und King Kong. Ja, das war im Jahr 2014, zur Zeit der Regenschirmrevolte. Ray Zhou schreibt dazu, ein spektakuläres, primitives Monster, dessen Despotismus es notwendig erscheinen lässt, dass seine Menschen von außen gerettet werden. Die Komödianten haben sich auch über China geäußert. Jan Böhmermann genießt ja in gewissen Kreisen einen hohen Ruf. Er schreibt über die Zubereitung von Fleisch. Man habe da die Erwartung, es sei dann halt eben durchgesuppt, wie beim echten Chinesen, wo man nicht weiß, ist das jetzt ein gebratener Mensch, Hund, Katze, Fledermaus. Das kann eigentlich alles sein. Ja, Chinesen also auch Kannibalen. Ein dritter Punkt, China-Politik ist deutsche Innenpolitik. Ja? Wenn unsere Politiker in China sind, wird dann halt immer im Radio, ich höre meistens in Deutschlandfunk, zwei Sätze dazu gesagt. Der erste Satz war, dass der Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin in China eingetroffen ist. Der zweite Satz war dann, dass sie dort auch die Menschenrechtsproblematik ansprechen wird. Und damit ist die Nachricht zu China zu Ende. Also, und dann heißt es hier in der Zeit, wer in China als Politiker die Einhaltung der Menschenrechte anmahnt, gilt als mutig in Deutschland, wer es nicht tut, als Versager. Hier ganz neu, auch was die Hongkong-Proteste angeht. Ja, man kann natürlich fragen, ist die heute dominante negative bzw. China-kritische Perspektive die zwingend richtige Sicht auf China? Man muss dann natürlich aus einer gewissen Richtung kommend ein eindeutiges Ja dazu sagen. Ja, denn das entspricht dem Selbstverständnis unserer Medienmacher, unserer Journalisten. Sie sehen die Medien als Kontrollorgan und kritische Berichterstattung ist halt eben ausgesprochen notwendig. Davon abgesehen widerspiegelt die kritische Perspektive auf China halt eben unser heutigen politisch-moralischen Mainstream wieder, unserem Zeitgeist, ja, die sogenannten nordatlantischen Werte. Und das Vorgehen Chinas in Hongkong, in Xinjiang und so weiter entspricht eben nicht unserer werteorientierten Politik. Und letzte Woche hatten wir das ja auch schon gehört, man kritisiere nur die KP, nicht aber China. Man kann aber auch genauso gut ein Nein dagegen setzen, ja. Denn die werteorientierte Politik wird ja nicht so gleichsam gleichmäßig allen Ländern gegenüber angewandt. Und insofern ist diese kritische Sicht auf China auch nur eine mögliche Perspektive auf China. Es ist eine selektive Wahrnehmung und selektive Bewertung von Weltproblemen. Auch eine, wenn man so will, selektive Empörung. Und wir können ja mal einen Perspektivwechsel vornehmen oder wie François Julien, der berühmte französische Sinologe, sagt, ein Ortswechsel des Denkens. Und mal schauen, wie sieht China aus chinesischer Perspektive aus? Da würden die Chinesen zuerst mal sagen, Armutsbekämpfung. Nicht nur in China selber, auch in anderen Ländern, Afrika und so weiter. Ja? Von Ilva Mondschein habe ich diese Titel bekommen von Artikeln Weltmeister in der Armutsminderung. Armut als Haupthindernis der Verwirklichung der Menschheit. Von Kishore Mahbubani, den ich auch hier weiter erwähne, werden die letzten 30 Jahre beschrieben als die besten 30 Jahre, die China je gehabt hat in seiner ganzen Geschichte.
dann würde man auf die Eindämmungspolitik der USA zu sprechen kommen. Ja, durch die geopolitische Rivalität zwischen China und den USA, wo ja der Aufstieg Chinas als Herausforderung der hegemonialen Stimmung der USA gesehen wird. Das ist ja auch der Untertitel von Kishore Mahbubanis Buch. Islamistischer und separatistischer Terrorismus. Das ist der Hintergrund für das Vorgehen in Xinjiang, womit ich das Vorgehen in Xinjiang jetzt nicht schönreden will. Man sollte halt eben nur versuchen zu verstehen, dass es dort auch gewisse Hintergründe gibt, die bei uns vielleicht unterbelichtet sind. Sind ja seit 2000, im Jahr 2000 sind in Xinjiang ungefähr 400 Menschen, über 400 Menschen durch terroristische Attacken zu Tode gekommen. Ganz übel, ich glaube, es war 2009, über 100 Leute in Urumqi, 2014 in Kunming auf dem Bahnhof, über 30 Leute. Die amerikanische Regierung hat nun, was den Separatismus angeht und Zusammenhang mit dem Terrorismus angeht, im Oktober 2020 die Ostturkestan islamistische oder islamische Bewegung von der Terrorliste genommen. Die war seit 2002 auf der Terrorliste aufgrund einer Eingabe im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Nun haben die Amerikaner sie dann runtergenommen. Wir haben in China den Wunsch nach nationaler Renaissance, den Aufstieg Chinas. Ja, der China-Traum sozusagen, der ist nicht nur ein Traum der KP-Führung, sondern er wird sehr stark von der Bevölkerung getragen. Und dann, last not but least, die Geschichte spielt eine Rolle. In China ist das Bewusstsein über die Demütigung durch den europäischen Kolonialismus und Imperialismus immer noch sehr, sehr stark präsent, wenn auch nicht irgendwie offen ausgesprochen. Ja? Und das betrifft halt eben jegliche Fragen der territorialen Integrität. Das sind ja auch Teil der sogenannten Kerninteressen Chinas. Und dazu gehört natürlich auch Hongkong. Man kann nur sagen, in China könnte sich es kein Führer leisten, Hongkong gegenüber schwach zu aufzutreten. Dann könnte er im Grunde sein Amt schon gleich niederlegen. Ja? Man ist sich dessen bewusst, der Geschichte Hongkongs, die ich ja vorher im Zusammenhang mit Karl Marx und so weiter auch erwähnt habe. Wie dem auch sei, ich zitiere hier John King Fairbank, einer der wichtigsten Sinologen zwischen Tod von Harvard. Er hat gesagt, der Versuch, die chinesische Revolution ohne erhebliche Kenntnis der Geschichte zu verstehen, sei ein Blindflug ins Gebirge. Also man muss die Vergangenheit immer noch präsent haben. Ja, warum hat sich nun das China-Bild in der letzten Zeit so negativ eingetrübt? Ich zitiere jetzt, ich komme jetzt wirklich zum Schluss, Carrie Brown, der Autor von Die Welt des Xi Jinping. Er sagt damals, nämlich 1989, blieb China relativ rückständig und marginal. Jetzt ist es die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und ein weitaus größerer geopolitischer Akteur. Es steht kurz davor, irgendwann im nächsten Jahrzehnt die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden. China ist die ultimative unbequeme Tatsache. The ultimate inconvenient fact, so hat er es auf Englisch gedacht. Ein Land, das entschlossen an seinem politischen System festhält und das diese Unverschämtheit noch dadurch verschlimmert, dass es den Anschein erweckt, als würde dieses System Ergebnisse liefern, die mit kapitalistischen Systemen konkurrieren können, wenn es um Wachstum und so weiter geht. Ich denke, das ist der Grund für einige der Ressentiments, die man gegenüber China hegt. China am Rand des ewigen Zusammenbruchs war immer etwas, womit die Außenwelt zufrieden war. China als Gewinner, das ist ein viel schwierigeres Unterfangen. Ja, also ich sprach von den Konstanten des China-Bildes am Anfang und die will ich jetzt kurz Revue passieren lassen. Drei Konstanten, einmal Land der Wunder, Land der Monster. Das hat sich gehalten. Hier zwei Bücher als Beispiel dafür. Der Utopie auf der linken Seite steht die Dystopie auf der rechten Seite gegenüber. Ja? Hier, wie heißt es, wie die neue Supermacht unser Leben, unsere Politik, unsere Wirtschaft verändert und wie heißt es, wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und es damit herausfordert. Man könnte auch sagen, um den inzwischen ja in die politische Kampfzone geraten Begriff falsch zu gebrauchen, wir haben hier China-Versteher auf der einen Seite und China-Basher auf der anderen. Ob nun
die China-Versteher alles noch schlimmer machen, wie manche Experten ja meinen. Oder eher die China-Basher, darüber könnte man ja im Anschluss diskutieren. Ich selber zähle mich ja eher zur ersteren Gruppe. Ich bemühe mich jedenfalls nun schon seit genau 51 Jahren darum, China zu verstehen. Da habe ich nämlich beim Sinologiestudium angefangen. Der zweite Punkt ist, China ist eine Gegenwelt. In China ist alles anders. Man schreibt halt eben Hieroglyphen in Anführungszeichen, jedenfalls keine Buchstaben. Man kann vertikal schreiben, das tut man heute immer noch optional statt horizontal. Wenn man vertikal schreibt, öffnet man die Bücher von hinten statt von vorn. Zur Begrüßung hat man sich selbst die Hand gegeben und nicht einander. Weiße statt schwarze Trauerkleid. Kompass, wenn man jedenfalls das Wort für Kompass auf Chinesisch ins Deutsche übersetzt, heißt der die Nadel, die nach Süden zeigt, zeigt dann nicht mal nach Norden. Ja, sie sind also die Antipoden, die Welt, die von uns aus gesehen auf dem Kopf steht. Insofern, um Michel Foucault noch einmal zu bemühen, es ist die Heterotopie. Die Heterotopie, das ist das Andere. Und dazu auch noch ein Zitat von Mo Borgao in dem Buch Constructing China. Er sagt, die Konzeptualisierung der Chinesen bedeutet, dass sie das Andere darstellen, egal in welcher Hinsicht. Sie waren das Andere früher, und zwar vom Gesichtspunkt der Rasse und Kultur her gesehen, und sie sind das Andere nun in politischer Hinsicht. Es gibt keine moralische Basis für die Chinesen, etwas Positives über China zu sagen. Der Westen akzeptiert sie nur, wenn sie als Dissidenten gegenüber dem chinesischen Staat auftreten. Beispiel dafür gibt es zuhauf, Ai Weiwei wurde schon genannt, Lao Yiwu in seiner berühmten Paulskirchenrede im Jahre 2012. Ja, also Anschluss hier an Mo Borgau können wir natürlich fragen, konstruieren wir uns unser China und möglicherweise auf der Grundlage einer jahrhundertelangen ideologischen und intellektuellen Hegemonie, einer Diskurshoheit der westlichen Welt, Fragezeichen. Wobei die westliche Welt, muss man auch immer wieder sehen, macht mal ganze 12% der Weltbevölkerung aus. Hier, da dieses Buch von Kishore Mahbubani heißt China One, Chinese Challenge to American Primacy, habe ich jetzt wiederholt zitiert. Das ist so der Hintergrund dazu, aber auch das von dem Inder hier, Pankaj Mishra, aus den Ruinen des Empires, der Revolt gegen den Westen und der Wiederaufstieg Asiens. Dritter, letzter Punkt, Land der Unverständlichkeit. Was einem früher ein böhmisches Dorf gewesen ist, kommt einem heute chinesisch vor. Ja? Hier hat sich Loriot schon seinerzeit dazu geäußert und einen sehr schlüssigen Kommentar abgegeben. Er sagte damals, die Lage in China wäre übersichtlicher, wenn es gelänge, nicht nur Zhang Chongqiao und Jiang Qing durch Zhang Xiaochong und Jin Qingqiao, sondern auch Zhang Chongqiao durch Chongqing oder Jin Chong zu ersetzen. Ja, dem Kommentar ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Damit komme ich zu meinem Fazit. Das China-Bild hat geringe Aussagen über China selbst, sondern eher etwas über unsere Form der selektiven Wahrnehmung von Weltproblemen. Unsere eigene nationale Befindlichkeit und Ängste. Unsere eigenen innenpolitischen Präferenzen. Präferenzen, das sind wie damals der Wunsch nach religiöser Bekehrung der Heiden bei Wilhelm von Rotbruch oder dem Wunsch nach einer besseren Welt zu Zeiten Marco Polos, Vision einer erleuchteten Herrschaft in der Zeit der Aufklärung. Belachen von Rückständigkeiten in Zeiten politischer und industrieller Revolutionen in Europa, so auch heute. Nun allerdings mit China als Gewinner und als ultimativ unbequemer Tatsache, die Ängste um den Wirtschaftsstandort und Fokus auf Demokratie, Vielfalt, Pluralität und Menschenrechte, angetrieben von politischem statt religiösem Sendungsbewusstsein. Insofern zeigt sich China uns als ein Kamel. Und es hat mal diese und mal jene Farbe. Und damit komme ich zu meiner letzten Folie. China ist so gesehen die Projektionsfläche unserer eigenen Präferenzen und Tagesthemen. Und das entspricht einer zeitlosen Lebensweisheit, die wir im jüdischen Talmud formuliert finden. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind. Damit bin ich am Ende.